Ich würde das eher so witzig aufziehen. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Sätze sagen und du sagst, wie sie weitergehen. Ich tue nichts lieber als das. In der Schule lernt man. Fürs Leben. Nicht mehr fürs Leben. Viele wichtige Dinge fürs Leben. Nicht das Wichtigste fürs Leben, aber man schafft die Grundlagen. Viel unnützes Zeug. Den Umgang mit Patienten, viel über Krankheitsbilder. Nicht nur. Viele. Freunde kennen. In der Schule lernt man. Nicht immer alles, was man unbedingt im Leben braucht. Ich denke, in der Schule lernt man eigentlich das Lernen und für das Leben, natürlich fürs berufliche Leben. Das Beste an meiner Ausbildung war? Die Pausen. Welche Ausbildung? Das Glück, dass ich einen Beruf gewählt habe, der komplett zu mir passt. Die Selbstständigkeit, die Erfahrung. Gerne zur Schule gegangen und was fürs Leben gelernt, im Unterschied zu heute. Die Arbeit mit dem Patienten. Die Freundschaften, die ich gefunden habe. Meine Schulzeit und meine Studienzeit. Das Beste an meiner Ausbildung. Die praktische Ausbildung. Die Abende. Man hat viele Einsätze gehabt, man hat viel gesehen, man konnte viel lernen. Die Verbindung von Praxis und Theorie fand ich immer gut. Dass sie dann zu Ende war. War im Nachhinein, dass wir ziemlich viel Spaß hatten. Mir fallen viele schöne Geschichten ein. Ich bin in der Schule immer angeeckt. Gern gewesen. Ja, möglich. Unpünktlich gewesen. Ziemlicher Streber gewesen. Fleißig gewesen. Nicht ruhig gewesen. Pünktlich gewesen. Zu spät dran gewesen. Wach und munter gewesen. Immer gewissenhaft. Fleißig. Etwas störend gewesen. Bemüht gewesen. Sehr aufmerksam gewesen. Eigentlich recht gern gegangen. Bin ich immer in den Pausen rauchen gegangen. Meine Lehrer damals haben dafür Sorge getragen, dass ich heute hier sitzen darf. Haben sich gefreut, dass sie mich in der Klasse hat. Mich bewundert. Aus ihrer Praxis, vor allem die Chefärzte, die wir damals hatten, uns gelehrt. Nicht immer viel Spaß mit mir gehabt. Mich gemocht, weil ich immer schön leise war. Sich gefreut, als wir gegangen sind. Unterschiedlichste Meinungen von mir gehabt. Haben uns ganz schön gestriezt. Ohne die hätten wir das Abitur aber nicht bestanden. Haben uns eigentlich immer gut unterstützt. Haben uns sehr viel beigebracht. Bis heute in guter Erinnerung. Nicht immer das gemacht, was ich wollte. Super. Vielen Dank. War das jetzt aufgezeichnet? Ja. Kriegen Sie das ordentlich zusammengeschnitten? Ja. Passt schon echt gut zusammen. Habe ich das gut gemacht? Kein Kommentar. Kann ich jetzt wieder auf mich bewegen, gell? Die Erkenntnis kommt leider zu spät.